Ich möchte euch etwas beichten, und zwar etwas, was wirklich euer Bild über mich sehr stark verstören könnte. Also, ich habe letztens... Bilder könnt ihr einsenden unter Instagram einfach Bumsti, Twitter einfach Bumsti oder hier auf YouTube in den Comments. Jetzt weiß ich zumindest, wo ich herkomme, ne? Wurdest du eigentlich auf der Autobahn gezeugt? Nein. Warum? Na, da passieren doch bekanntlich die meisten Unfälle. Ich muss sagen, ich kann seiner Antwort gut zustimmen, außer der Teil mit dem Netflix, weil ich anstatt Netflix eher so Amazon Prime und Disney Plus halt gucke. Ich möchte mich trennen. Ach ja? Wer war immer für dich da? Hat dein Essen gekocht? Hat deine sexuellen Wünsche erfüllt? Netflix, Burger King und deine Schwester. Ist das schon Kategorie Geschichten aus dem Paulanergarten? Boah, ist der Junge da drüben hässlich. Das ist mein Sohn. Oh, Entschuldigung, ich wusste nicht, dass Sie der Vater sind. Ich bin seine Mutter. Ich schwöre, Praktikantin muss sich fügen, die muss erstmal die Füße küssen. Marschallee. Die neue Praktikantin hat meine Jacke einfach runtergeschmissen. Soll ich sie aufhängen? Ja, bitte, aber lass es aussehen wie ein Unfall. Was? Was? Wie hart man sich den Kaffee reinballern müsste, so auf einer ganz anderen Basis einfach nur. Wenn ihr 42 Tassen Kaffee in einem Zug trinken würdet, würde euch der Koffeingehalt töten. Kevin Pascal? Und wenn ich es im Auto trinke, dann würde ich dir diese 42 Tassen gerne ausgeben. Wenn man nach dem Ding hier geht, bin ich da mittlerweile schon Gold oder Platin gegangen? Nach wie vielen Jahren Single wird man eigentlich zum Album? Der kommt unerwartet, aber der kickt auf so einer anderen Basis einfach nur. Magst du Tomaten? Nee. Magst du Suppe? Nein. Dann wird dir nicht gefallen, was ich gemacht habe. Tomatensuppe? Nee, ich habe mit deiner Schwester geschlafen. Bitte was? Okay, weil ich eben nicht dazu gekommen bin, wollte ich aber jetzt zumindest mal erzählen, was passiert ist. Also ich war da letztens so am Laufen und dann war da halt so ein Mädel, was ich gesehen hatte. Und ich habe sie angesprochen, habe ihr so gesagt... Thank you.